Lampenfieber oder Tränen der Rührung? Das Magic Studio öffnet seine Türen. Doch bis zur Party ist es noch ein weiter Weg. Nicht nur Elif gibt ihr Bestes, Caro und Isa für die Crowd warm zu machen. Ich muss nochmal machen, ich hab das nicht ganz gut bekommen. Hallo! Als ich das erste Mal hier rein bin, war Isa erstmal nicht da. Isa? Wo ist Isa? Hilfe, Isa, ich brauch dich. Es hat mich einfach so krass erschlagen hier, weil dieses Studio war einfach komplett eingerichtet mit allem, was das Herz begehrt. Und das Krasse war einfach diese Liebe zum Detail. Überall diese Sprüche an den Spiegeln, auf dem Boden. Wo sind die Mitarbeiter? Wir brauchen Mitarbeiter. Hier sind auch diese Screens überall, wo man dann die Videos sieht. Für mich auch mega schön zu sehen, was wir alles erlebt haben. Auch da wieder super sentimental geworden. Ich heule gleich. Wir hatten so eine schöne Zeit einfach. Also es gibt Espresso, schon mal sehr gut. Cortado? Aber wo ist der Caro-Kauer-Spritz? Der fehlt noch. Einfach viel schöner, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Irgendwie kann ich das gerade gar nicht fassen, auch wie krass das alles ist. Und da geht es einfach noch weiter. Ich weiß noch gar nicht, was da so geboten ist hier. Da merkt man erstmal die Vielfalt von diesem Own Your Magic Studio und dass da wirklich für jeden was dabei ist. Und hier ist einfach eine Fotobox. Wie witzig ist das? Ich habe mich versteckt in der Fotobox. Ja, und dann kannst du irgendwann. Okay, das erste Mal, dass ich hier in diesem Store bin. Das Beste kommt zum Schluss. Guck du dir das an. Vor allem also jede Section. Ich finde die Make-up-Area super geil, weil du einfach geschminkt werden kannst und du hast halt diese Beratung. Die Gaming-Area ist für mich persönlich halt geil. Caro könnte jetzt theoretisch gesehen nichts damit anfangen. Also ich könnte da arbeiten. Aber du könntest Sims spielen. Ich kann Sims spielen, wenn es sein muss. Aber ich glaube, du würdest da eher Spaß haben. Was ich nochmal betonen wollte, wir haben ja alles in lila-orange hier. Aber es wirkt nicht zu penetrant. Dieses Ombre von Orange in Lila, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so gut hinbekommen. Und es sieht halt voll gut aus. Und die Couch sieht richtig Bombe aus. Ich mag dieses Beige. Wo wir zusammen das Studio eingerichtet haben, da haben wir ein Sofa gewählt, was so ähnlich aussah wie das. Ja. Mhm. Und das haben die jetzt genommen. Geil. Witzig. Einfach ein Sims. Und die Fotobuch-Section. Du hast dich richtig erschrocken. Oh, ja, hab ich auch. Ja. War nicht meine Idee, ich schwör. Ohne, dass wir uns gesucht haben, haben wir uns gefunden. Jawohl. Und das haben die Fotobuchstation. Das ist so ganz mein Ding hier. Du hast irgendwas kaputt gemacht. Entschuldigung. Ah, da kommt schon wieder. Das hat sich auch nicht geändert. Der kann immer noch nicht schmeißen. Kurzer Shot, wie der Umschlag geworfen wurde. Sorry. Dreams coming true. Zeit, die Magie mit anderen zu teilen. Halte ich fest, veranstaltet eine unvergessliche Opening-Party. Bist du so eine Party-Maus eigentlich? Oh ja, ich bin die Party-Maus deines Vertrauens. Ich auch. Oh mein Gott, da kann es nur wild werden. Catrice hat da was vorbereitet. Eure letzten To-Dos. Wählt jeweils 3 Songs für die Playlist, die auf deiner Party nicht fehlen dürfen. Was ist so dein erster Song, der dir einfällt? Best Friends, The Weeknd. Mein erster Gedanke war so Apache Roller. Das wird auf irgendwie gar nicht mit. Oder Jungkook, 7 Days. Okay, perfekt. Bei mir ist Song Nummer 2. Malle ist nur einmal im Jahr. 50 Cent Candy Shop. Geil, das passt hier super rein. Song Nummer 3. Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht. Ach du Scheiße. Rollt den lila Teppich aus und greift tief in die Dekokiste. Das ist geil. Wir dürfen dekorieren. A few moments later. Als ich dann auch das erste Mal heute diese Bilder gesehen habe, da bin ich auch schon wieder fast sentimental geworden, weil man einfach diese Reise ja auch so festgehalten hat mit unseren Polaroids. Das war richtig schön. Das ist das beste Bild. Welches? Die ist da jetzt verewigt und deshalb ist das schon so ein Spot, wo ich richtig schön finde, weil es so was Persönliches von uns verbindet. Das sieht echt geil aus. Sehr cool. Was haben wir hier? Oh, sorry. Luftballons. Let's party. Isa, wo bist du? Ich mache hier nicht die ganze Arbeit alleine. Wieso? Ich bin schwierig. Hey, eigentlich sollten wir ein Foto davon machen. Ist die Polaroid irgendwo? Du hast die geklaut. Vielleicht Alex. Brauchst du das im aktiven Store oder kann ich das klauen? Sie ist genauso wie ich. Alex hat es, glaube ich, aus Versehen mal in die Tasche gesteckt, mal, oder? Was die zwei sein muss, dann aus Versehen. Aus Versehen. Die fragen wir mal. Alex, Props an dich. Meinen Kindern hätte ich Konfetti-Verbot jetzt erteilt im Haus. Willst du einen Schluck nehmen? Hallo? Ah ja. Own Your Magic Studio jetzt hier abonnieren. Oh, ja, das war natürlich jetzt schlecht. Aua. Hilfst du auch oder stehst du nur rum oder wie ist das? Ich mache es genauso wie beim Lager. Der Mann ist im Gegensatz zu mir am Arbeiten. Kurz er selbst ist. Oh, scheiße, ich muss was machen. Du musst arbeiten.
Es kracht um voll. Morgen machen wir eine Ansprache oder irgendwie sowas. Also ich weiß, wie wir eröffnen. Wir sagen, nicht gesucht, aber gefunden. Ich finde, das passt. Nicht gesucht, leider gefunden. Gut. Gesucht und gefunden. Nicht gesucht, gefunden. Ups. Naja, egal. Weiter. Ja, ich würde sagen, Deko passt, oder? Dann. Wo bist du? Sollen wir das mal abmachen? Eins, zwei, drei. Dann auf einmal dieses lebensgroße Foto von uns beiden, wo man ja auch wirklich jede Pore sieht. Ich finde das so geil. Das wirkt halt so, als wäre es auch unser Laden und das kommt schon cool. Das ist ein kleiner Flex. Das ist auf jeden Fall ein Riesenflex. Unser zweites Wohnzimmer. Kaffee trinken, ein bisschen Nägel machen, ein bisschen gamen. So, jetzt machen wir uns aber erstmal ready, weil... Oha. Flipst du aus, ein Umschlag. No time to waste. Let's get ready. Als Herrscherinnen über ein Beauty-Imperium dürft ihr auf eurer Party ordentlich glänzen. Ich glaube, damit bist du gemeint, Patrick und Shari. Wir kriegen einen Glam-Look verpasst. Ja, das finde ich super. Ich würde immer so eine gerne Challenge haben. Yeah. Ich sag, ich hätte so ein bisschen gern Korean Make-up, weil ich das noch nie hatte. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Richtung. Guck mal, das ist unser Inspo-Bild. So cute. Und Caro, was machst du so für heute, für so Make-up? Ich hätte heute Lust auf so, weil das mache ich eigentlich selten. Alles ein bisschen dunkler, smoky eyes und so. Ich habe aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, weil ich immer recht schnell müde aussehe. Da mach ich mir gar keine Sorgen. Ja, ja. Ich sehe immer müde aus. Keine Ahnung, was hier alles noch so passiert, ehrlich gesagt. Patrick war ja ultra süß. Der hat mir den perfektesten Zopf hingezaubert ever. Und Shari hat dein Make-up halt wunderschön gemacht. Passt so perfekt auch zu deinem Look. Man kann sich hier stylen lassen, man kann hier sich beraten lassen über Styling. Definiert man sich ja auch ganz oft und deshalb ist es auch wichtig. Und wenn man es vielleicht selber nicht kann, nicht will, nicht fühlt, sich da jemand eben an die Hand zu holen, hat man ja hier die perfekte Möglichkeit. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die beste Studioleitung im ganzen Land? Nicht du, sondern die Dame rechts neben dir. Ich freue mich auf die ganzen Leute, auf die Party, auf die Songs. Ich freue mich am meisten auf die Menschen und auf meine Liebsten, die dann extra aus Eisling hier anreisen. Isa, was wäre für dich das Schlimmste, was heute passieren könnte? Zu stolpern. Ich werde wahrscheinlich so laufen. Bloß nicht stolpern. Ja, du haust ja auch die ganze Zeit den Kopf an und so. 12 seconds later. Food and Drinks. Sollen wir mal gucken, was auf der Karte steht? Das ist so reich in Essen hier. Ich habe gar keine Ahnung von. Das ist dein Part. Es ist ein wirklich riches Menü. Aber ja, lecker. Es gibt aber Grauburgunder auf der Karte und ich finde, das ist das Wichtigste. Also ich esse auch Pommes mit Schnitzel am liebsten. Karottenbrioche bite. Chili-Honig. Krass. Gebrannter Hokkaido-Kürbis. Sashimi von der Lachsforelle. Sashimi finde ich am besten vom Menü. Macarons, rote Beete, Blumenkohl, Aubergine, Cheesecake. Fisch oder Fleisch? Grauburgunder. Hey, schön, wie sachte. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sucht euch das Outfit aus, indem ihr Family und Friends das erste Mal euren Store zeigt. Motto, Party Hard. Ich habe meinen Geburtstag in einem Sweatshirt gefeiert und in einer Jogginghose. Also bei mir ist Party Hard genau das Gleiche. Ich liebe es, mich einfach mal für diesen Abend einfach besonders schick zu machen. Man kann so seine Persönlichkeit noch mal so ganz anders unterstreichen, deshalb liebe ich das. Hi, wer seid ihr denn? Hi, mein Name ist Elif, ich komme aus Berlin, Morbid und bin Sängerin und Künstlerin. Elif ist richtig, richtig süß, wie die uns empfangen hat, total herzlich. Total familiär. Es fühlt sich so an, als würden wir sie schon länger kennen. So. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich sie gesehen habe, die waren super schön geschminkt. Und ich finde, mein Look ist immer perfekt, wenn alles stimmt. Klamotte mit Make-up und dann ist immer alles so 100%. Elif, aber du bist doch jetzt nicht da, um uns einfach nur einzukleiden. Bist du heute Abend auch da? Ich werde auch für euch singen. No way. Und ich freue mich richtig doll darauf. Voll schön. Oh mein Gott. Soll ich vielleicht ein Foto machen noch? Eins, zwei, drei. Tschüss. Für mich war das Styling eigentlich super schön, es waren richtig tolle Sachen, die da hingen. Super viel Glitzer, super viel Silber, super viel Mesh. Also alles, was gerade einfach so total in ist. Ich liebe es, so fancy angezogen zu sein. Ich liebe es auch richtig, wenn man sich so voll schick anzieht. Aber ich traue mich das eher wenig. Das sind meine Klamotten für heute Abend. Das auch? Das auch. Das Ding ist, ich habe keinen Style. So, sie hat voll den schönen Style. Wie gesagt, du brauchst eine Stylistin, einfach easy. Und ich teile natürlich sehr gerne meine Kontakte mit Kolleginnen. Habe ich vielleicht bald eine Styliste. Voll cool. Elifs Looks waren auch richtig schön. Das Witzige ist, von den ganzen Klamotten hier war ich nur bei ihren Klamotten. Und sie hat gesagt, ja, das sind meine. Ich so, ups. Mein Outfit ist sehr begehrt gewesen, aber ich habe es schon für mich reserviert. Bei Caro, das war voll ihr Ding. Ich meine, wir sehen hier das durchsichtige so Oberteil mit der schwarzen Jeans. Und das nicht so klassisch wirken zu lassen mit dem Metallprader schon sehr schön. Danke, das ist aber auch toll aus.
Hallo Girls, ich bin wieder da. Wie man gesehen hat, hatten die beiden Girls sehr viel Schwarz an, genau nach meinem Geschmack. Ich möchte mich gerne mit euch einsingen, damit die Stimme auch warm ist, damit du dich später auch wohlfühlst. Beste Idee war das. Wir fangen an mit No. Wir gehen von ganz oben mit dem Ton richtig tief, bis man dieses Geräusch hier macht. Eins, zwei, drei. Ha! Habt ihr das Gefühl, ihr seid ein bisschen eingesungen? Ja. So, ready, set, glow. Eure Gäste werden jeden Moment eintreffen. Seid ihr schon aufgeregt? Isa, schnapp dir die Kamera, MTV-Mikro und spannende Menschen. Ab jetzt ist die Party dein Stream. Caro, von Welcome Drink bis Fotoautomat, du sorgst dafür, dass eure Gäste sich rundum wohlfühlen. Ich bin eigentlich nur der Feel-Good-Manager. Ich glaube, wir müssen mal eine Aufgabe machen, die nicht unsere Hauptaufgabe ist. Du machst ja normalerweise, lässt du die Leute mal gut fühlen. Und ich muss jetzt irgendwas mit Mike machen, was ich so im Streaming schon mal mache. Deswegen sage ich, das machst du jetzt. Und ich mach den Feel-Good-Manager. Ja, okay. Let's do it. Finde ich super. Caro und Isa, Zeit, euer On Your Magic Studio zu eröffnen. Party in 3, 2, 1. Let's go. Welcome to my crib. Da ist die großartige Naomi. Hi. Wie findest du es? 10 von 10. 11 von 10. Alter, das ist geil. Ihr habt heute so ein richtig süßes, so ein Glow in den Augen. Und das ist sausüß zu sehen. Schmeckt sehr lecker. Wow. Schmeckt yummy. Boah. Überall befinden sich Produkte. Das Browset, das ist wirklich nur online exklusiv und das gibt es nur hier. Hier haben wir ein Gästebuch. Ansonsten ist hier aber auch die Nailbar. Man kann sich hier die Nägel lackieren und eben selber auffrischen. Das ist Nadine. Habe ich was an den Zähnen? Nee, in der Lücke, da fällt alles raus. Wie findest du das Studio? Mega. Hier ist die Crew von MTV. Was gefällt dir hier am meisten? Boah, ich finde die ganze Atmosphäre richtig geil und ich bräuchte auch eigentlich einen Toucher. Das übernehme ich höchstpersönlich. Ja? Sharon, mein Schatz. Warm? Heiß. Zieh dich aus, mein Schatz. In diesem Studio ist alles erlaubt. Zieh dich aus, mach was du willst, tanz auf der Theke. Heute lassen wir los. Okay, ich bin dabei. Tanzbattle oder so. Let's get the party started! Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ein Riesenapplaus für eure Gastgeberinnen, für Caro und Isa! Wir haben erfahren, dass wir wirklich eine Rede hatten. Wir dachten, ja, wir müssen wirklich. Aber ja, es ist unser Studio. Wir müssen eine Rede halten. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns riesig, dass wir den Abend heute mit euch verbringen dürfen. Erstmal möchte ich mich bedanken. Und zwar natürlich bei Isa. Wir hatten eine wirklich richtig schöne Zeit bisher zusammen. Wir sind aufeinander losgeschickt worden in Eisling. Du hast mich besucht, das war richtig cool. Wir kannten uns nicht, ich kannte dich nicht, du kanntest mich nicht. Und man muss einfach sagen, es sind hier zwei Welten aufeinander geprallt. Deshalb wollten wir eigentlich unsere Rede anders starten, nämlich mit... Ich lock dich aus deiner Reserve, du musst auf jeden Fall mitreden. Ich rede mit. Nicht gesucht? Nein, doch. Ach doch. Scheiße. Nicht gesucht, aber gefunden. So, das war mein Einsatz. Ich zieh mir irgendwas... Aus der Nase. Erstmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Richtig cool. Ich hoffe, ihr genießt eure Drinks. Ich wünsche euch auch erstmal gleich schönen Prost. Aber wir haben ja, wir sind ja nicht der Hauptdeck hier. Es kommt nämlich gleich noch die Elif. Und die wird ein paar Songs singen. Und dann müssen wir auch einmal applaudieren, oder? Wie geht's euch? Ich darf heute ein paar Songs für euch singen. Ich bin aber nicht alleine da. Das ist dein Call. Mach mal einen Riesenapplaus für Dave, mein Gitarristen. Die kommt unter meiner Haut. Schau, sie leuchtet nur für uns. Komm, ich zeig dir meine Stadt. Und wir fallen durch Straßen voller Menschen. Und wir singen die ganze Nacht. Du versprichst mir heute alles und ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel färbt sich dunkelrot und du sagst, du musst jetzt fort. Nein, ich lass dich nicht raus. Nein, ich lass dich nicht gehen. Und ich weiß und ich weiß und ich weiß, ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut, ganz egal wie lang.
was noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Und ich kann noch nicht nach Haus, denn das Brennen hört nicht auf. Ich habe Angst, uns zu verpassen. Ich habe Angst, wir lösen uns auf. Und es wird schon wieder hell. Wir sehen alle Lichter gehen. Im Trubel noch ein leiser Kuss. Und du lässt mich stehen, alle. Nein, ich lass dich nicht raus. Nein, ich lass dich. Unter meiner Haut, ganz egal wie lange es brennt und ganz egal was jetzt noch kommt. Vielleicht sehen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Ich trag mein Herz vor dir her. Doch meine Beine laufen weiter, meine Füße sind schon taub. Und unsere Stadt schon fast vergessen. Doch bis dahin möchte ich mit euch noch ein Refrain singen. Habt ihr Bock, hey? Wir sind alle zusammen! Doch ich trag dich, oh ja, unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal, wie lange es brennt. Ganz egal, wie lange es brennt. Sehr schön! Vielleicht kriegen wir irgendwann wieder Panik. Was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco. Nein, vielleicht singen wir irgendwann wieder in Köln. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Ladies and Gentlemen, einen riesen Applaus für Helle! DJ Helle! Let's party! Also Party machen können wir. Ich glaube, das haben wir bewiesen, mal wieder. Party Maus Carol war da. Es war schön, das unseren Leuten zu zeigen. Ich glaube, dass alle, die gestern da waren, diesen Spirit auch gefühlt haben, wie schön es hier ist. Party machen können wir und ich glaube, wir sind auch ziemlich gut, einfach miteinander privat abzuhängen. Deswegen, wir gehen noch shoppen zusammen. Ja, wichtig. The next day. Nach der Party ist vor dem TÜV. Isa und Caro bekommen Besuch von einer ganz besonderen Prüferin. Warum ihr Isa in der Vergangenheit schon einmal fast die Hand gebrochen hat und ob das gut gehen kann, seht ihr in der nächsten Folge.